Wahlkampfauftakt der Liste Fritz mitten in der Innsbrucker Altstadt. Tirol TV ist mit dabei. Herzlich willkommen zu einem Tirol TV aktuell. Wir werden heute einige interessante Inhalte des Wahlprogramms der Liste Fritz erfahren. Wir werden auch mit den Spitzenkandidaten sprechen. Jetzt aber gleich zu unserem ersten Thema. Ein fulminanter Wahlkampfauftakt mit der Liste Fritz. Andrea Haselwander-Schneider, ihr habt ja gerade ein Charity-Go-Kart-Rennen gewonnen mit anderen wahlwerbenden Listen für Rette das Kind. Natürlich wollt ihr auch am 28. April gewinnen. Ja, wir hoffen, dass es richtungsweisend war und dass es uns am 28.04. auch gelingt, die Tirolerinnen und Tiroler zu überzeugen und da wirklich einen großen Erfolg einfahren. Wenn der Herr Landeshauptmann Platter jetzt das Chaos beschwört, dann kann ich ihn nur ausrichten, es waren jetzt 5 Jahre Chaos, Skandalperiode Platter, Chaos bei der Hyperbank, Chaos bei der Lebenshilfe, Chaos bei den Agrargemeinschaften. Und heute ist der Frühling eingezogen und wir hoffen auf diesen politischen Frühling nach dem 28. April. Tirol TV bei der Liste Fritz, jetzt für Sie Nachrichten aus Tirol. Andreas Brucker war ja für die Liste Fritz federführend in Sachen Agrargemeinschaften, aber es gibt für Andreas Brucker auch noch andere Themen, die nach dem 28. April wichtig sein werden. Ja, das Tragischste für das Land liegt darin, dass die ÖVP eigentlich nichts verbessern will. Es werden die Verbesserungsvorschläge alle abgeschmettert und stattdessen heißt es, den Tirolern geht es eh so wunderbar. Das stimmt aber für viele nicht. Laut Caritas können 40.000 Tirolerinnen und Tiroler sich im Winter das Heizen nicht mehr leisten. Es befasst sich in der ÖVP einfach niemand ernsthaft mit Verbesserungsvorschlägen und guten Ideen. Und Leute, die was verändern wollten, die kommen bei der Postenbesetzung nie dran und dadurch ist der Stillstand vorprogrammiert für Generationen womöglich. Wahlkampfauftakt mit der Liste Fritz, da scheint die Sonne, ob so bleibt, jetzt auf die Rolle fahren. Beim Wahlkampfauftakt der Liste Fritz gibt es noch einmal konkrete Angriffe gegen die ÖVP. Tirol ist oben, allerdings bei den Kosten fürs Wohnen, oder Tirol ist oben, allerdings beim Hyperbank-Missmanagement. Mehr zur Liste Fritz im Laufe der Sendung. Die Liste Fritz garantiert für die nächsten 5 Jahre zündende Ideen für Tirol. Im Wahlprogramm heißt es unter anderem Kinderbetreuung ohne XVU, Familie ohne Armutsfalle, Ausbildung ohne soziale Unterschiede oder Altwerden ohne Angst. Und wir besuchen jetzt das innovative Technikunternehmen Sistro in Hall. Im neuen Firmengebäude werden nicht nur hochwertige Hightech-Produkte angefertigt, sondern auch Mitarbeiter ausgebildet. Beim Wahlkampfauftakt der Liste Fritz dabei gefeiert. Im Hintergrund sehen wir gerade eine Einlage der Schatzseitigen. Die nächsten 5 Jahre will die Liste Fritz natürlich für Tirol auch arbeiten. Im Wahlprogramm heißt es unter anderem, wir wollen auch jenen Menschen eine Stimme geben, die sich selbst nicht helfen können. Und wir bleiben gleich bei der Politik. Der 21. Landesparteitag für die Tiroler Volkspartei war gleichzeitig auch für diese Partei der Wahlkampfauftakt. Tolle Stimmung beim Wahlkampfauftakt der Liste Fritz macht die Gruppe Bato gemeinsam mit Denise Weiler. Die Marke Qualität Tirol hat ein neues Produkt, die sogenannte Modelbutter, die kommt von der Heumilchsennerei aus dem Zillertal. Fritz Dinkhauser macht noch einmal Stimmung für die Liste Fritz, für seine Liste Fritz. Vor 5 Jahren hat alles begonnen und jetzt hofft er, dass sein Werk in seinem Sinne fortgesetzt wird. Mehr von Fritz Dinkhauser gleich auf Tirol TV. Jetzt haben Sie noch einmal die Chance, mit uns zu gewinnen. Die Liste Fritz ist natürlich sehr eng mit dem Namen Fritz Dinkhauser verbunden. Herr Dinkhauser, wie viel Fritz bleibt bei der Liste Fritz, wenn Sie aktiv nicht mehr in der Politik sind? Ja, auf jeden Fall müssen wir von dem ausgehen. Die 10 Gebote habe ich vorgegeben. Gell? Ob sie nachher eingehalten werden, das liegt an der Liste selber. Aber es sind alles großartige Persönlichkeiten dabei. Ich meine, wir haben 5 Jahre toll zusammengearbeitet. Wir haben also, glaube ich, einiges vorgegeben. Ich habe also keine Sorgen, nicht, dass in der Liste Fritz, nicht auch der Fritz, dann letztlich also 2013 bis 2018 drinnen ist. Tirol TV beim Wahlkampfauftakt der Liste Fritz. Jetzt noch einige Tipps für Ihre Freizeit. Das war der Wahlkampfauftakt der Liste Fritz in der Innsbrucker Altstadt. Das war das heutige Tirol TV aktuell. Fein, dass Sie mit dabei waren. Bis zur nächsten Sendung. Bis bald. Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.